Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir Youngsters sind heute beim dritten Dortmunder Stiftungstag. Dortmund, das wird der Ort der guten Nachricht. Wir sind uns überhaupt erstmal klar geworden darüber, wie viele tolle Stiftungen wir hier in der Stadt haben. Ich glaube, alle, die sich hier eingebracht haben, die tun einen guten Dienst an der Gemeinde. Wer stiftet, will Bleibendes schaffen und er zeigt auf Zuversicht. Und Zuversicht ist ein Synonym für Vertrauen. Die Rolle von Stiftungen ist dabei ganz entscheidend, denn die Rolle von Stiftungen sind die, die eigentlich das Wagnis erbringen müssen, an Ideen früher zu glauben als andere. Weil sie Selbstvertrauen gewinnen, weil sie Kommunikationsfähigkeiten entwickeln, so wie ich jetzt gerade hier, und weil wir mit unserem Tun und Wirken die Welt ein Stück besser machen wollen. Wir sanieren, renovieren, hübschen auf Jugendfreizeitstätten in Dortmund. Dürfen bei Ihren Projekten auch Kinder mitbestimmen? Konkret geht es um das Projekt, die Weltmeisterschaft der weltweiten Roboter-Olympiade hier nach Dortmund zu holen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich finde Ihr Projekt sehr interessant, da ich selbst auch schon Roboter programmiert habe. Wie viele Roboter habt ihr denn schon selbst gebaut? Früher haben wir Kohle gefördert, deswegen habe ich diese Kohle auch mitgebracht. Und heute fördern wir Talente. Ist das Stipendium nur für Streber? Ja, sie haben ja heute ziemlich gut moderiert und hatten auch viel zu reden. Wo haben Sie das denn gelernt? Das habe ich gar nicht gelernt. Das finde ich sehr gut. Ich bin die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Help and Hope. Was bedeutet denn Help and Hope? Macht Ihnen die Arbeit als Stiftungsmanagerin denn Spaß? Oh ja, und wie? Das ist ein absolutes Privileg. Das war's für heute. Wir haben heute viele Interviews gemacht und ich hoffe, ihr habt Spaß. Mir hat's auch gut gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like geben und unseren Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss.